Also ich finde, wenn Sie schon Maßnahmen durchsetzen, dann müssen Sie konkrete Studien angeben. Das haben Sie nicht gemacht, aber vielleicht haben Sie doch eine. Wenn Sie jetzt Ihren Vorwurf loswerden wollen, ist das okay? Dann haben Sie das getan in aller Öffentlichkeit, dann nehme ich das so zur Kenntnis. Wenn Sie eine Antwort wünschen, müssten Sie nochmal nicken. Es nützt uns auch nichts, in 3 Monaten eine Studie zu haben, die dann wissenschaftlich nochmal nachvollzieht, was wir hier tun, und dann feststellt, man hätte es ja machen können, aber es ist unterblieben und mit den entsprechenden Wirkungen. Das heißt, wir haben hier null Evidenz, komplett andere Settings, und deswegen drangsaliert man irgendwelche Jogger, dass sie Maske tragen müssen.